Mir war das und jedem Überlebenden ist es immer sehr wichtig, dass die Kinder von heute, die so alten Kinder wie deine Kinder sind, dein Kind ist, ja, denen das nie im Leben hervorkommen kann, dass das mit ihnen nie im Leben passieren kann, weil das so unmenschlich und so schrecklich ist. Ich habe keinen so großen Feind nie im Leben gehabt und werde nicht haben, dem ich das selber wünschen würde. Das müssen auch die Kinder wissen. Ich mag sie nicht verantwortlich dafür, aber wissen müssen sie das, dass es einmal passiert ist. Und sie müssen sehr, sehr gutes Gehör haben, damit sie sofort hören, wenn irgendwo sich in der Gesellschaft der Hass hervordringt. Meine Erfahrung in der Welt ist, dass immer der Hass war, in verschiedenen Formen, aber das ist immer derselbe Hass der einen Menschen vis-à-vis stellt mit den anderen. Das muss man sofort hören und sehen. Und sofort im Moment muss man dagegen etwas tun. Meine große Botschaft ist, den Hass und die Angst, die daraus folgt, das muss man aus der Gesellschaft sperren. Und wenn man das vermeiden kann, dann hat man eine Hoffnung darauf, dass vielleicht das Leben besser und menschlicher sein will. Aber das muss man sofort entdecken. Das muss man sofort sehen und hören. Dann hat man eine kleine Hoffnung dazu. Ich bin nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wie das ist. Warum kommen die Menschen nicht mit mir? Wieso alle Menschen sollten mit mir kommen? Weil ich überzeugt bin, dass das, was ich machen will, Frieden und Empathie und Menschenliebe. Also, ich denke, das sind gute Dinge. Die sollten mit mir kommen, nicht mit dem Hass. Und weißt du, wenn du jemanden hasst, ich weiß, wie die Menschen sind, die sehr hassen können. Ich habe doch den Hass auf meine Haut gefühlt, so weit, dass man mich sogar das Leben wegnehmen wollte. Und ich denke, dass ich will nicht so ein Mensch werden wie diese, die so sehr hassen können. Ich hätte immer den Hass aus der Welt geschlossen, weil ich sage, einen anderen Menschen, über den ich weiß, dass er mich sehr hasst. So einen Menschen kann ich doch nicht lieb haben. Ich muss nicht alle Menschen lieb haben, das kann man nicht. Aber der Gegenteil davon ist nicht der Hass. Ich muss ihn nicht hassen. Ich darf ihn sogar nicht hassen, weil Menschen muss man nicht alle anderen Menschen. Aber hassen darf man sie nicht. Wenn ich jemanden sehr hasse, von dem habe ich Angst. Und wenn ich schon von jemandem Angst habe, kann ich ihn nicht lieb haben. Und weil ich ihn nicht lieb haben will, das ist in Ordnung. Aber hassen darf ich nicht. Hassen ist eine Schuld, das ist eine Sünde. Einen anderen Menschen. Darum, weil er eine andere Meinung hat in der Politik, kann man keinen anderen, darf man keinen anderen Menschen hassen. Und nichts kann zwei Menschen so gegeneinander stellen, wie gerade die politische Überzeugung. Man muss solche Flecken finden im Leben, wo wir einig sind mit den anderen Menschen, wo wir uns treffen können und nicht das, was uns separiert. Und wenn uns etwas separiert, sind wir doch keine Feinde. Ich bin kein Feind von jemand anderem, weil ich eine andere Mentalität habe. Ich muss mit ihm so lange reden und noch reden und noch reden, bis wir irgendwie etwas Gemeinsames finden. Man kann immer etwas Gemeinsames mit einem anderen Menschen finden.
Aber wir sind keine Feinde mit einem anderen. Tun, das ist eine Aufgabe für das ganze Land. Das muss man sehr früh anfangen. Ich denke noch im Kindergarten, damit sich nie zwischen den Kindern ein Hass entwickelt. Ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Die Genugtuung für alles, was wir, die erst Überlebende sind, erleiden mussten, hat man doch viel Trost von Deutschland bekommen. Zum Beispiel so ein Erinnerungstag wieder. Das ist etwas so Wunderbares. Das hat auch die Ausstrahlung. Und eine wunderbare Ausstrahlung. Und ich möchte sehr viel Dank dafür sagen. Auch dem Landtag und den Erinnerungsorten und allen Menschen, die in Deutschland etwas dafür tun. Das gibt einen großen Trost und die große Hoffnung, dass die Jugendlichen, die in dieser Erziehung teilnehmen, dass sie bessere Menschen sein werden, wie diese, die mir so viel Leid getan haben. Und ich sage dafür ein sehr großes Dankeschön. Mein Name ist Naftali Fürst. Ich bin geboren in Tschechoslowakei und ich war befreit in Buchenwald am 11. April 1945. Mein erster Weg nach der Befreiung war zum dem Kinderblock 66 gehen und dort meinen Bruder Schmuel treffen, weil ich war schon ein paar Tage in dem Krankenhaus und in dem Bordell und ich habe gesammelt für ihn Brot und auch Schokolade, aber leider er war schon nicht dort. Wir haben uns getroffen, ein paar Kinder in den Lager und wir sind gegangen sehen, was ist passiert in Buchenwald. Wir sind gelaufen von einem Baracken zum anderen. Wir sind gegangen zu dem Krematorium und zu den Kasernen von SS. Und den ganzen Tag sind wir gelaufen. Und wir haben nicht gewusst, was wird mit uns passieren. Ich kann sagen, dass ich war damals befreit, aber ich war traurig, weil ich habe gewusst, dass ich ganz allein auf der Welt lebe, ohne Eltern, ohne Bruder, ohne Familie. Und das waren ganz schwere Tage für mich. Vor der Transportierung nach Polen von Slowakei, meine Eltern haben uns gesagt, dass wir müssen das überleben und wir sollen haben die Stärke, alles mitmachen. Und wir müssen nach der Befreiung alle kommen nach Bratislava. Und wir haben bekommen eine Adresse auf Schulikower Straße und zu unseren Freunden, Familie Formanek, und alle müssen wir dorthin kommen. Das war so ein Befehl von unseren Eltern. Ich bin gegangen zu der Familie und mein Vater war schon dort. Und ich weiß nicht, wie es passiert, auf den Tag ist angekommen meine Mutter. Wir haben uns dort getroffen. Und
Das kann man nicht erzählen, was für eine Freude das war für die Eltern, für treffen mich und ich, wie glücklich ich war, treffen meine Eltern. Auch jetzt, wenn ich das erzähle, habe ich schon fast Tränen in den Augen. Der Befreiungstag für mich heute ist etwas unglaublich, weil das kann man nicht sagen, glauben, und dass ich erlebte das, dass ich kann noch mit euch sprechen und erzählen. Und ich bin sehr froh, dass ich das überlebt habe. Und ich bin auch sehr traurig, wenn alle meine Kameraden von Buchenwald und auch von der Kindergruppe schon nicht mit mir sind da. Und so kann ich sagen, das ist ein großer Tag, aber trauriger Tag, weil die Häftlinge schon langsam kommen nicht und viele Leute können nicht erzählen von dem. So, ich hoffe, dass die weitere Generation wird das gut machen und auch der Team von Buchenwald macht alles, dass man soll das nicht vergessen, weil so etwas, was passiert ist in Buchenwald und überhaupt, das darf nicht überholt. Und ich hoffe, das wird gehen, ein besseres Weg, wie es jetzt geht. Schauen Sie, man muss lernen, die Gäste im Buchenwald, erstmal, was passiert ist, warum ist das passiert, wie war das möglich, dass so etwas passiert. Und man muss ihnen geben die Werkzeuge, dass sie sollen sehen, die Zukunft mit anderen Augen, mit offenem Kopf, und sie sollen tun etwas, dass es nicht möglich wird sein und dass kein Rassismus, Antisemitismus, Radikalismus soll nicht existieren. Und auch sehr wichtig ist, wenn etwas passiert, was nicht normal ist, nicht gut ist für die Menschen, die sollen nicht schweigen. Die Kinder oder die Besucher nach Buchenwald, man soll ihnen sagen, dass viele Leute haben geschweigt. Und wenn man schweigt, dann kommt das Gift hinaus und dann kommen die schlechten Sachen. My name is Albrecht Weinberg und ich bin in Rauderfehn, Westrauderfehn in Ostfriesland geboren, im Jahre 1925. Ich habe drei Todesmärsche hinter mir, von Dora nach Bergen-Belsen gekommen. Wir sind dort von den Engländern befreit worden. Was das für mich bedeutet, ein Trauertag. Meine Familie ist nicht mehr auf der Welt. Die ist auf eine grausame Art und Weise umgebracht worden. Und ich bin heute noch bei vollem Verstand, obwohl ich schon in den 90er bin. Und ich bin ein Zeitzeuge in Dora, in Bergen-Belsen. Ich war auch in Buchenwald schon. Und ist ein schwerer Tag. Ist ein wie im jüdischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, wo man, wer einer gläubig ist, wo man daran denkt, dass es eventuell besser wird. Aber wenn man so wie ich als 13-Jähriger 6 Jahre das mitgemacht hat, ich
Ich denke, dass da gute Leute auf der Welt sind und gute Leute haben auch geholfen. Aber dass jeder da oben einen lieben Gott hat, das glaube ich ja nicht. Dass da oben ein protestantischer Gott ist oder ein katholischer Gott oder ein Baptistengott oder ein jüdischer Gott, daran glaube ich. Ich habe den Glauben an den lieben Herrgott habe ich verloren. Das muss ich Ihnen auch noch sagen. Aber der Gedenktag ist schade, dass ich da nicht mit beiwohnen kann. Ich war jedes Mal da. Und mein Freund von Amerika, Jerry Warski, der war auch in Dora, den ich in Dora wieder kennengelernt habe, nach der Befreiung. Der lebt heute noch in New York. Und wir können nicht mehr zusammenkommen. Der ist auch 90. Es ist ein schwerer Tag für mich. Wenn ich dahin gehe, ich weiß, wie es aussieht, aber das ist ja so was Unnatürliches, was damals mit uns passiert ist, mit den Häftlingen, dass das kaum ein normaler Mensch verarbeiten kann. Dass da jetzt diese Gedenkstellen sind und dass da Schulkinder hingehen und dass ich solange ich kann, in Schulen und mit den Kindern rede und so weiter. Die Generation ist nicht so, wie sie war 75, 80 Jahre zurück. Die heutige Jugend ist doch anders. Wenn ich zu diesen Schulen gehe und mit den Kindern rede, wie aufmerksam und wie die mit mir reden und so weiter, und dass die das gar nicht glauben können. Es wurde denen ja auch gar nicht erzählt, was actually passiert war in den Jahren. Ich war hier in Lehe, in der Kristallnacht. Nicht nur, dass die Kristallnacht war, dass die Synagoge zerstreut wurde, die haben die Wohnung zerstreut. Und die Frauen und Kinder, ich war damals 13 Jahre alt, hier in Lehe auf dem Viehhof, ins Schlachthaus hat man uns gepackt. Das waren doch eine deutsche Bevölkerung hier. Ich meine, die konnten alle lesen und schreiben und die waren unsere Nachbarn und so weiter. Die haben sich benommen wie Tiere. Keiner ist auf die Straße gegangen in Rauterfehn. Und was macht er mit der Familie Weinberg? Jeder geht Alfred Weinberg, der war Soldat im Ersten Weltkrieg. Ist nicht einer auf der Straße gegangen, noch nicht mal ein Gläubiger, ein Pastor. Viele sagen, you must forget, ich muss vergessen. Nicht? Ja, wie kann ich vergessen? 40 Members von meiner Familie ermordet wurde. Nicht? Wie kann man das vergessen? Ich bin einer der wenigen, die noch eine Nummer auf dem Arm haben, nicht? Eine Auschwitz-Nummer. Die meisten sind schon gestorben. Da sind nicht mehr viele. Es hat sich viel geändert, aber der Antisemitismus ist immer noch sehr, sehr, sehr rampant hier in Deutschland.